ihr gerade vorbeikommt, da kann ich euch auch gleich meine Wellnesswohnung Willingen zeigen. Kommt mit rein. So sieht die Wohnung von innen aus. Es ist wirklich eine riesengroße Wohnung mit Wellnessbereich und sie liegt mitten im Ort. Aber ich möchte jetzt mal anfangen. Hier ist der große Eingangsbereich, also hier kommt man rein. Es ist zugleich auch der Essbereich. Also hier ist ein überaus großer Esstisch, den man, soweit ich weiß, auch noch ausziehen könnte. Denn hier drin haben ja auch bis zu 10 Personen Platz. Das heißt, man braucht auch wirklich viel Platz zum Essen. Und hier ist auch gleich das erste Schlafzimmer. Alle Zimmer haben so wunderschöne Namen bekommen. Hier ist zu den drei Wilddieben. Es hat drei Betten, ist also ein optimales Kinderzimmer oder für ein Pärchen mit Kind oder einfach Freunde, die zusammen in einem Zimmer schlafen wollen. Dann hier der Bereich, der auch noch so zum Essbereich gehört, ist eine Bar, die Seilchenbar, die ein bisschen auf die Seilbar in dem Skigebiet anspielt. Ihr seht, es gibt Gläser in allen Variationen. Es gibt noch mehr Gläser hier unten drin und im Wohnzimmer. Also ich denke, egal was man trinken will, es wird für jede Gelegenheit ein Glas da sein. Und hier ist alles prall gefüllt mit weiteren Gläsern und Besteck und allem, was der Mensch so braucht. Es gibt auch eine Stereoanlage und auch ein paar CDs, aber falls ihr noch CDs zu Hause habt, könnt ihr euch ja selber welche mitnehmen. Dann kann man hier auch entspannt Musik hören, während man sich vielleicht ein Glas Wein oder ein Bier von der Bar gönnt. Dann machen wir weiter hinter euch. Hier ist die wunderschöne Küche, die auch voll ausgestattet ist mit allem, was man brauchen kann. Spülmaschine, Backofen, zwei verschiedene Kaffeemaschinen, Toaster. Hier ist auch nochmal alles voll mit Sachen, die man so braucht. Hier sind noch so Gewürze und so drin, dass man zumindest nicht alles selber mitbringen muss. Und auch ein kleines Set gibt es, wenn man ankommt. Da ist ein Spüllappen drin, da sind Spülmaschinen-Tabs drin, dass man einfach ausgestattet ist, wenn man hier kochen möchte. Und hier ist noch der Kühlschrank drin. Diese Tür lassen wir erstmal noch außen vor, da geht es dann in den Keller runter, den machen wir ganz zum Schluss. Hier im ersten weiteren Teil sind zum einen mal die beiden Toiletten. Es gibt zwei, einmal für Männer und einmal für Frauen, aber ich denke, wenn man als eine einheitliche Gruppe kommt, ist es auch egal. Hier ist die Garderobe. Viel Platz für sehr viele Jacken und ein sehr schöner großer Spiegel, wo man sich, bevor man rausgeht, nochmal angucken kann, ob man nicht irgendwas vergessen hat. Hier sind im Gang zum einen einmal ein Kleiderschrank und einmal ein anderer kleiner Schrank, wo man einiges verstauen kann und auch nochmal ein schöner großer Spiegel. Und hier ist nochmal ein Schlafzimmer. Ein kleines Doppelzimmer, das heißt Sauerlandsternchen. Auch hier kann man zu zweit optimal schlafen. Alle Zimmer sind übrigens auch mit Fernseher ausgestattet, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Hier geht's ins Wohnzimmer. Sehr schön und geräumig und hat auch einen wunderschönen Namen, das Schanzenstüberl. Und ich denke, hier kann man schöne, lange Abende verbringen und sehr entspannt entweder ein bisschen Fernsehen oder ein Buch lesen. Hier sind auch überall Bücher, die man sich einfach ausborgen kann und lesen kann. Oder auch Spiele für Kinder, Erwachsene, ist alles in den Schubläden verstaut. Hier sind nochmal einen ganzen Haufen Gläser drin, falls die in der Bar nicht reichen. Und diese Couch kann auch zur Schlafcouch umfunktioniert werden. Dann haben hier noch mehr Leute Platz. Hier auch ganz schön versteckt, überall die kleinen Bildchen, wo nochmal der Name der Wohnung draufsteht. Und hier in Sigis Schlummerstüberl habe ich die letzten Tage verbracht, beziehungsweise nicht verbracht, aber geschlafen. Es ist wieder ein Doppelzimmer oder ja ein Doppelzimmer mit Doppelbett und mit einer Schlafcouch, wo man entspannen kann und schlafen kann. Man hat einen schönen Blick nach draußen.
Und hinter der Tür ist auch noch mal ein Kleiderschrank, wo ich mich eingerichtet habe. Und dann fehlen nur noch die Badezimmer. Davon gibt es gleich zwei Stück. Eins ist hier. Und es ist wirklich darauf ausgelegt, dass mehrere Personen da sind, denn man kann tatsächlich parallel duschen. Es sind zwei Duschen hier, einmal da und einmal da drin. Auch ein Spiegel und Waschbecken. Und dann gibt es noch ein zweites Badezimmer. Das ist ähnlich aufgebaut. Auch wieder zwei Duschen. Hier sogar zwei Waschbecken mit zwei Spiegeln. Und ein Föhn ist auch in beiden Bädern vorhanden. Und einen Schminkspiegel gibt es hier auch noch. Hinter euch ist auch noch eine Abstellkammer. Da sind zum einen schon ein paar Sachen wie Bügelbretter oder sowas parat, Besen. Andererseits kann man da drin auch super seine Koffer reinschmeißen oder Sachen lagern, Getränkekisten, die man einfach nicht im Weg stehen haben will. Die kann man dann in einem dem sehr großen Lagerraum einlagern. Und hier, ihr habt es gesehen, ist der Aufzug. Der geht nach unten in den Keller. Es gibt zum einen den Aufzug, zum anderen auch eine Treppe. Und was natürlich auch das Tolle an dem Aufzug ist, er macht die komplette Wohnung auch noch barrierefrei. Hier hinter mir kommt man von der Treppe runter in den Wellnessbereich. Ich bin mit dem Aufzug gerade von genau der anderen Seite gekommen. Und der Raum oder der Bereich ist wirklich sehr, sehr groß. Ich würde sagen, wir fangen gleich mit dem Hauptbereich an. Hier gibt es zum einen Duschen, hinterm Eck sind noch so Wellnessduschen, hier sind auch noch Wellnessduschen und unten unter dem Bänkchen sind Fußbäder, wo man sich auch hinsetzen kann und entspannt nach dem Skifahren die Füße aufwärmen, das habe ich nämlich auch schon gemacht. Dann ist hier die Sauna drin, die läuft gerade nicht, aber man kann sie selber einschalten und kann hier wahrscheinlich auch zu zehnt sehr entspannt in der Sauna sitzen. Nach dem Skifahren eigentlich optimal ein bisschen aufwärmen. Dann hier drin ist ein Dampfbad. Es läuft auch gerade nicht, aber man kann es sich selbst einschalten und dann da drin ein bisschen entspannen, wer lieber Dampfbad mag als Sauna oder beides abwechseln. Hier ist auch die Bedienungsanleitung, wie man das alles einschalten kann, weil man muss sich ja selber das alles hochfahren, dass das auch richtig funktioniert. Und hier gibt es, wie eigentlich in jeder Wellnessanlage, auch einen Ruhebereich. So ein bisschen, ich glaube, ich stehe im Walde. Es ist sehr schön dekoriert und dadurch auch wirkt es sehr, sehr groß. Man kann hier sitzen, man kann auf der Liege liegen, hier ist noch ein Stehtisch. Und wenn man die Lichter hier ausmacht, gibt es noch so einen kleinen Lichteffekt. Kann sich hier ein bisschen berieseln lassen, kann auch ein bisschen Musik hören und hier einfach sehr schön entspannen. Hier ist noch eine ganze Produktpalette parat gestellt, die man brauchen könnte. Zum anderen auch Aufgussdüfte, Spülungen, Shampoos, Handcremes, alles Mögliche, was man so brauchen könnte. Und hier geht es dann wieder nach draußen, da sind nochmal Toiletten. Und hier links geht es dann wieder nach oben. Hier kommt man vom Wellnessbereich wieder nach oben, da geht die Treppe nach unten und dann endet man wieder hier im Essbereich und an der Seilchenbar. Und falls ihr mehr wissen wollt über die Wellnesswohnung Willingen, dann schaut auf der Internetseite www.wellnesswohnung-willingen.de.